denn? Vom Sinn der Gleichnisse. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des reichen Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Schön. Das ist echt schön. Möchtest du es markieren? Danke. Ich habe meine Post-its schon alle verbraucht. Ach ja. Klasse. Oh, die Kamera läuft. Hey! Hier sind wieder für euch Becky. Und Torben. Heute mal direkt aus meinem Kinderzimmer. Wir sind heute bei mir. Und Torben wird ja auch übernachten. Wir werden auch gleich in unsere Pyjamas schlüpfen. Und vielleicht noch ein Video gucken. Wir haben heute schon den ganzen Tag gelernt. Also wirklich den ganzen Tag. Es war wirklich sehr schön, aber auch anstrengend. Aber wir wissen ja auch, dass es sich lohnt. Es lohnt sich deshalb, weil in 2 Monaten ist das Abitur. Und wir sind gespannt, wir sind aufgeregt. Ja. Und Beckys Vater unterstützt uns da echt. Erste Sahne. Mhm. Echt Knorke zum Bleistift. Echt super. Er hat uns einen ganzen Katalog mit Analysisaufgaben gemacht. Und jetzt hingen wir den ganzen Tag von morgens 8 Uhr in der Früh bis jetzt mit fast Mitternacht, 21.35 Uhr. Naja, wir haben ein paar Pausen gemacht zum Essen oder so, aber Jugendliche können ja auch nicht immer an einer Sache dranbleiben. Also. Jetzt gerade habt ihr uns in einer kleinen Bibelstunde erwischt. Ein bisschen Pause, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen flexibel sein. Einfach mal was Schönes zwischendurch zu entspannen. Das braucht man, ja. Vor allem, wenn man wenn man so im Teenie-Alter ist, ne? Ja. Ist cool. Ja, weil es ist schon echt spät. Sie sind dann schon fast so richtige Nachteulen. Eulen? Ja, Eulen. Eulen. Hat eine Eule gemacht. Hat eine Eule gemacht. Eul. Zeig das doch mal in die Kamera. Eul. Das können wir wieder hin. Bin eine Eule. Mama, Schuh. Seht ihr mal, so einen Spaß haben wir hier immer.